Wenn man seine Bücher nicht an ihrem Inhalt misst, was eine ganze Welt seit vielen Jahren tut, sondern vielleicht an einer durchschnittlichen Dicke, ich habe mir das errechnet, von ungefähr 3 Zentimetern, und wenn man weiß, dass die Gesamtauflage dieses Autors inzwischen 55 Millionen beträgt, dann kann man sich was sehr Lustiges ausrechnen. Nämlich diese literarische Strecke ist genau 1650 Kilometer lang. Wenn man weiß, dass er in Monte Carlo wohnt, in Monaco, und dass es von dort bis hierher nach München ungefähr 820 Kilometer weit ist, dann können Sie sich vorstellen, dass man beide Seiten der Straße von Monte Carlo bis nach München mit seinen Büchern einsäumen könnte. Können Sie sich das vorstellen? Und einige ragen mit Sicherheit als Meilensteine aus dieser Strecke heraus. Ein Autor allein hat das alles erdacht, erfunden, erlebt, auf jeden Fall geschrieben. Johannes Mario Simmel. Herzlich willkommen. Bitte schön. Mario, haben Sie heute schon mit Marlene Dietrich telefoniert? Nein, gestern. Gestern hat er mit ihr. Ich habe gelesen irgendwo, Sie telefonieren einmal pro Woche. Einmal pro Woche, mindestens 1,5 Stunden. Wer zahlt? Ist das ein Ärgernis? Nein, einmal Sie, einmal ich. Über was reden Sie? Ich muss das erklären. Sie hat vor ein paar Jahren eine französische Übersetzung eines meiner Romane gelesen und war so begeistert davon, dass sie gesagt hat, was hat sie ja noch geschrieben? Und diese Frage hat sie an einen Mann gestellt, der hier in München wohnt und Max Kolpe heißt, der ihre Lieder geschrieben hat, zum Beispiel Sag mir, wo die Blumen sind. Ja. Und der hat ihr gesagt, der hat das und das geschrieben und hat es mich angerufen und daraufhin hat der Verlag ihr alle Bücher von mir geschickt. Und seit der Zeit liest sie und liest sie und liest sie und liest sagt, und hat gesagt, sie stehen unter Hemingway und unter Remarque, aber neben ihnen ist ein Bild von Victor Fleming. Und wie meinte sie das, sie stehen neben oder unten? Sie wollte sagen, in einer so... Also, Schöner geht's nicht. Im Regal wollte sie. Sie wollte mir eine große Freude machen, weil Hemingway und mein Lieblingsschriftsteller ist. Und einer derer. Nein, eigentlich der. Der, ja. Und die anderen Vorbilder sind sehr viele. Falada, ja, Graham Greene, Simenon. Aber sehr, sehr viele. Aber der alte Hemingway ist noch immer der Beste. Mhm. Also wenn Marlene Dietrich gefragt hat, was hat denn der noch geschrieben, in der Zwischenzeit wird sie es wissen. Ich weiß, Johannes Mario Simmel hat in der Zwischenzeit 23 Bücher geschrieben und wann immer eine falsche Zahl kommt, sofort dagegen angehen und das 24. Ich wollte sagen, in der Zwischenzeit nicht, das geht erst seit 2 Jahren mit der Marlene. Ach so. Also seit seiner schriftstellerischen Tätigkeit, die schon vor Marlene Dietrich begonnen hat. Ja. Nee, das kann man auch nicht sagen, nicht? Also ich würde sagen... Das kann man schwer sagen. Und nein, wir wollen die Dame doch um Gottes Willen. Gut, dass Sie... Also wir verstehen uns schon. Nicht? Wie gut in dem Fall, dass wir noch kein Kabelfernsehen haben. Würde sie jetzt gleich wieder anrufen, würde sagen, sag mal, mit wem gehst denn du da noch so um in München? Also 23 Bücher geschrieben, das 24. kommt, glaube ich, im Januar. Ja. Das heißt, bitte lasst die Blumen leben. Ein wunderschöner und ich glaube auch wieder ein typischer Johannes Mario Simmel Titel, aber die Frage daraus, ist das ein, oder wird das ein grünes Buch? Nein, obwohl ein sehr schöner Umschlag sehr viel Grün zeigt, es ist kein grünes Buch und wenn Sie die ersten 20 Seiten gelesen haben, werden Sie merken, dass es heißen soll, bitte lasst die Menschen leben. Mhm. Es geht hier um die Menschen, es ist ein sehr um die Menschen besorgtes Buch im Rahmen einer sehr großen Liebesgeschichte. Die Menschen scheinen mir überhaupt ihr Hauptanliegen zu sein in allen ihren Büchern, wenn auch in völlig unterschiedlicher Aufbereitung immer wieder. Ja. Mir ist dabei aufgefallen, Mario, dass Sie, ich sag das jetzt einfach mal so, immer irgendwie unter einem großen A schreiben. Wissen Sie, wie ich da drauf gekommen bin? Das A bedeutet Agent. Ja. Immer im Großen. Der Agent, der Arzt, der Anwalt, ja.
Der Alkoholiker, der Asoziale, das sind eigentlich Ihre Themen, also sehr menschliche Themen, ja, in denen es immer um ganz, die Not eines Menschen geht. Es gibt auch ein ganz großes N, gegen das ich in allen meinen Büchern schreibe, das sind Nazis. Ja. Und das K, der Krieg. Und der Krieg, ja. Ja. Der Krieg und die Angst vor dem Krieg. Wir kommen noch später ein bisschen auf Ihre einzelnen Bücher, die ja, ich habe das vorhin so ein bisschen blumig eingeleitet, um bei den Blumen zu bleiben. Ja. Die Strecke, die Ihre Bücher säumen würden, wenn man sie aneinander stellt, ungefähr 1650 Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Sie haben irgendwann mal gesagt, wenn ich nicht schreiben könnte, wäre ich wahrscheinlich oder möglicherweise manisch-depressiv. Wahrscheinlich, ja. Ich neige gelegentlich zu Depressionen. Eigentlich neige ich jeden Abend zu Depressionen, wenn ich mir um 8 Uhr die Nachrichten anschaue. Dann habe ich immer einen sehr schlimmen Moment, egal in welchem Land, die Fernsehnachrichten. Aber ich habe mich mal einen fröhlichen Pessimisten genannt. Inzwischen ist das mit dem Fröhlichen ein bisschen zurückgegangen. Und das mit dem Pessimisten ist ein bisschen nach vorne gekommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber angesichts dieser Zeit, in der wir leben und dieser Dunstglocke von Angst, unter der wir leben, wird man leicht so. Darum habe ich ja, wenn ich das sagen darf, dieses Buch geschrieben. Diese Bücher haben alle neben einer spannenden Handlung Probleme. Und ich habe daraus eine richtige Wissenschaft gemacht. Ich habe die eine Handlung mit der anderen so verflochten, dass kein Mensch das unangenehme Thema, wie zum Beispiel geistig behinderte Kinder, lesen kann, ohne die aufregende Krimi-Geschichte zu lesen. Mhm. Und dadurch hatten die Bücher die große Auflage. Und das, was ich sagen wollte über Drogen oder über Krieg oder über Nazis, oder, das fand eine sehr große Verbreitung. Das ist überhaupt das Merkmal schlechthin für einen Autor und für den Autor. Ich habe ja mal die Liste, die Gesamtauflage angesehen. Da ist eigentlich kein Buch dabei, das, ja doch ein paar, aber unwesentlich, das unter 1,5 Millionen Gesamtauflage hat, wenn man dann alles zusammennimmt. Es geht teilweise hoch bis zu 3 Millionen. Es geht noch höher, ja. Noch höher als 3 Millionen. Das ist einfach, ja, letzten Endes unvorstellbar, aber irgendwie müssen 55 Millionen Gesamtauflage ja zusammenkommen. Ich habe mir ein besonderes Zitat bei Ihnen rausgelesen. Das hängt ganz eng jetzt mit dem, was wir gerade besprechen, zusammen. Sie haben gesagt, Sie hätten es sich bei der Wahl Ihrer Themen nie einfach gemacht und hätten über Dinge geschrieben, vor denen sich die meisten anderen Schriftsteller, ja, das habe ich gesagt, drücken würden. Ja. Und ich kann es auch beweisen. Es ist ein Wunder, ein reines Wunder, und nur zu erklären mit dieser Verpackungstechnik, dass diese Bücher so große Bestseller in der ganzen Welt geworden sind. Denn wenn Sie sich überlegen, worüber ich geschrieben habe, dann sind das eigentlich alles Anti-Bestseller-Themen. Ich habe über geistig behinderte Kinder geschrieben, ich habe über die Berliner Mauer geschrieben, über Neonazis, immer und immer wieder. Jetzt habe ich gedacht, es ist Schluss, jetzt sind sie wieder da. Ich habe über die verwahrloste Jugend geschrieben, über Währungsmanipulationen, über die Macht, die die Massenmedien haben, um die negative Macht. Und das können Sie so fortsetzen. Es sind eigentlich alles Anti-Themen und meine Helden sind Anti-Helden. Ich erkläre es mir so, dass die Leute vielleicht die richtigen Siegfrieds gar nicht so gerne haben. Wenn man, was Sie auch gesagt haben, dass Sie immer ganz nah an der Wahrheit schreiben. Wir kommen dann noch ein bisschen im Detail auf den Prozentsatz der Wahrheit. Ja. Oder fangen wir damit an? Ich glaube, Sie haben gesagt, 80% dessen, ja, was in Ihren Büchern ist, ist wahr und der Rest ist Verschlüsselung. Ja. Muss Verschlüsselung sein, denn wenn wir schon von Romanen reden, was ich schreibe, sind eigentlich keine Romane. Was ich schreibe, ist das, was Norman Mailer einmal Faction genannt hat, also eine Mischung von Fact und Fiction. Mhm. Ich glaube, es würde mich zu Tode langweilen, dazu war ich viel zu lange Journalist, einen reinen Roman zu schreiben. Oder eine reine Liebesgeschichte, da kommen wir dann auch noch dazu, zu der Liebesgeschichte über dieses Buch. Aber ich brauche jedes Mal ein Thema, das, und das ist die Grundvoraussetzung, das, von dem ich von vornherein weiß,
es irritiert mich, es macht mir Angst, ich verstehe es nicht, ich fürchte mich davor. Und viele, viele Menschen, wie ich höre, wenn ich in Zügen und in der Straßenbahn und auf der Straße bin, haben dieselbe Angst. Und wenn diese Angst anfängt, sich bemerkbar zu machen, und dafür habe ich einen sechsten Sinn, dann fange ich an zu recherchieren, denn ich habe natürlich keine Ahnung, wie Geldschweinereien gemacht werden. Aber dann, wenn ich es weiß, schreibe ich noch 1,5 Jahre, und nach den 2 Jahren hat die jeweilige üble Situation ihren Höhepunkt erreicht. Als bei der NPD war die NPD mit 10% in den Landtagen, als das Buch rauskam. Bei Niemand ist eine Insel waren die behinderten Kinder eine Katastrophe. Bei dem Drogenbuch, wir heißen euch Hoffen, waren es die Drogen. Und bei dem Buch jetzt sind wir in einer ähnlichen Lage. Es ist komischerweise, erwische ich immer den Zeitpunkt, denn wenn ich zum Beispiel das jetzt schreiben würde, dann wäre es vielleicht in 2 Jahren gar nicht mehr so aktuell. Das ist ganz interessant insofern, weil auf der einen Seite hört sich das so an, als ob Sie von vornherein sagen könnten, das wird ein Bestseller. Das wäre ja ungeheuer. Das wäre so, wie wenn ein Filmproduzent sagen könnte, ja, ich mache jetzt einen Film und den sieht die ganze Welt und dann bin ich reich. Es könnte ja dann jeder andere Schriftsteller auch hergehen und sagen, ich nehme mir dieses Thema und ich weiß, das Thema ist heiß und es muss entsprechend ein Erfolg werden. Sie haben vorhin gesagt, es ist Ihre Verpackungstheorie. Nein, da ist also eine bittere Pille in einem süßen Mantel. Nein, ich habe auch gesagt, das sind Antithemen. Ich hab, also ein Bestseller würde hingehen und würde sich ein Thema aussuchen, von dem man sagt, das ist in 2 Jahren auf alle Fälle eine Sache, über die die ganze Welt spricht. Mhm. Aber ob ein Bestseller, ein normaler Bestseller hingeht und sagt, ich schreibe jetzt ein Buch über das Aufkommen der NPD, weil sich alle Leute in Deutschland darüber freuen werden, dass in 2 Jahren die NPD 10% hat, das glaube ich nicht. Also die Themen sind untypisch für Bestseller. Das wollte ich damit sagen. Kann man sagen, Sie haben so etwas Ähnliches wie ein Themenradar eingebaut? Ja. Das sind also Themen, plötzlich Themen werden sie für Sie interessant, bevor das Thema allein sich noch gestellt hat. Ja. Richtig. Der breiten Öffentlichkeit. Das ist die richtige Formulierung. Dann wird das zweite wahrscheinlich so sein, dass Sie eine untrügliche Schreibe, ich hasse dieses Wort, aber das heißt manchmal so, der hat eine besondere Schreibe. Sie schreiben wahrscheinlich in einer Art, dass sich der Mensch generell, Sie schreiben ja nicht auf einen gezielt, sondern für die vielen Menschen. Wenn es geht, für alle Menschen der Welt. Weil Sie sagen, der Held ist gar nicht so sehr beliebt. Vielleicht ist das Besondere an dem Erfolg, dass Menschen sich mit dem, was sie schreiben, oder mit den Menschen, die sie in ihren Büchern schildern, identifizieren können und sagen, das könnte ich sein. Das sind natürlich dann immer die... Die Underdogs. Die Underdogs. Die unten, ja. Denn natürlich ist in Ihren Büchern ja auch immer für diesen Getretenen, Geschlagenen, der am Boden liegt, ja immer dann eine Situation da, wo er zum Helden wird, indem er sich gegen indem das, er sich wehrt, ja, was ihm geschieht, ja, wehrt. Während er am Anfang wäre das Beste, was ihm passieren könnte, dass er tot ist. Mhm. Also, es stimmt, es sind die Menschen und ich... Ich stelle mir in meinen blumigen früheren Jahren, habe ich mir vorgestellt, dass das schön wäre, wenn das wahr wäre, was in der Bibel steht, dass alle Menschen, dass alle Völker ein Volk werden. Und so stelle ich mir jetzt gerne vor, dass alle Menschen, in dem Buch steht ein Satz drin, an dem ich sehr hänge und über den vorhin geredet wurde. Der Satz heißt, wenn jeder Mensch auf der Welt nur einen einzigen anderen Menschen glücklich machen würde, dann wäre die ganze Welt glücklich. Leider ist es nur ein schöner Satz, aber wenn Sie freundlicherweise meine mehr oder weniger schizophrene Tätigkeit seit 38 Jahren unter diesem Aspekt sehen, wäre ich sehr dankbar. Wieso betrachten Sie Ihre Tätigkeit als schizophren? Lieber Blacky, ich darf Blacky sagen, ja, wir kennen uns so lange. Ich fühle mich geehrt. Lieber Blacky, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Mensch, Sie haben Ihre Sorgen und ich habe meine Sorgen und einen ganzen Haufen davon und die Zeiten sind mies und wir haben den Kummer und wir müssen uns um das kümmern und das geht schief. Bei uns allen und bei allen, die hier unten im Saal sitzen. Und jetzt geht ein Mensch hin
setzt sich an eine Schreibmaschine und nicht genug mit den Sorges, die er schon von vornherein hat, erfindet er auch noch die Sorgen und die schweren Schicksale von Leuten, die es nicht gibt. Und daraus macht er sein Leben. Also, wenn das nicht ein schreiender Fall für einen Psychiater ist. Ist zufällig einer hier? Für eine Soforttherapie? Ja, also ich habe einen sehr guten Freund, der einer ist. Ja. Und wir hatten ja gesagt, ich habe vollkommen recht mit dieser Überlegung. Ah, ja. Und seit der Zeit begibt er sich in Ihre Behandlung? Nein, es geht umgekehrt. Er interessiert sich. Er ist vollkommen normal. Also, das wäre aber der erste Psychiater, den ja. Ich kennenlerne, der normal wäre. Er hat so viel mit Verrückten zu tun, dass er am Abend glücklich ist, wenn er von was anderem reden kann. Und da wir Schulfreunde sind und er in Innsbruck die Klinik leitet und ich, wenn ich in München bin, dann besuche ich ihn immer und dann hat er eine große Freude. Er kann mit mir über Bücher reden und interessiert sich für meinen Beruf, genauso brennend wie ich mich für seinen. Aber während ich niemals Psychiater werde, habe ich bei ihm den Vorteil, dass er sich um die Psychologie meiner Figuren kümmert. Er liest die Bücher und sagt, das ist eine falsche Reaktion, das ist eine gute und ich hätte noch eine bessere. Mhm. Und das nützt sich der Unterschied ist, Sie sind bei ihm nicht Sprechstundenhelfer, aber er ist bei Ihnen Schriftstellerhelfer. Ja. Ah ja. Sie haben vorhin gesagt, wenn ich mich an die Schreibmaschine setze, ich habe das irgendwo mal gehört, Sie würden pro Buch eine Schreibmaschine zerhacken. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt geht's, aber sein Investitionsbeispiel, nicht? Immer aber, neue Schreibmaschinen. Ja, es ist leicht, darüber zu lachen, aber ich habe, als ich noch in Deutschland lebte, mit dem Finanzamt Kämpfe ausführen müssen darüber, warum haben sie eine Maschine kaputt gemacht, wenn ich sie abziehen wollte. Vielen Dank für das schöne Stichwort. Johannes Mario Simmel gilt als der deutsche Schriftsteller. Wir alle sind stolz auf ihn, weil er in der deutschen Zunge schreibt. Er hat aber einen österreichischen Pass. Ja. Aber meine Frage, wie ist es denn passiert, dass der große Johannes Mario Simmel für uns an das kleine Monte Carlo verloren gegangen ist? Na, er ist nicht verloren gegangen. Er schreibt ja nach wie vor in deutscher Sprache für einen deutschen Verlag, der in München sitzt. Und er ist das... Aber das tut er an seiner Schreibmaschine in Monaco. Ich wollte mal ein Buch schreiben über... Weil da keiner fragt, warum haben Sie eine Schreibmaschine kaputt gemacht? Von der Steuer, ja, meine ich. Wenn das so einfach wäre. Ich habe einen Roman schreiben wollen über Währungsspekulanten und multinationale Gesellschaften. Und der sollte in Rom spielen. Und ich bin von München über Nizza nach Rom geflogen und in Nizza hat die Alitalia erklärt, sie fliegt nicht weiter. Sie wissen, dass die Italiener eine besonders charmante Art haben, ihre Streiks anzukündigen. Mhm. Sie bleiben einfach stehen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe eine Jugendfreundin aus dem zerbombten Wien gehabt, die dann geheiratet hat und weggezogen ist und ihr Mann ist gestorben und die hat dann seit 20 Jahren an der Côte d'Azur gelebt, in Cannes. Und ich habe gedacht, ich muss ohnehin übernachten in Nizza, ruf mal an, vielleicht hat sie wieder geheiratet. Vielleicht dann gehe ich hin und bringe ein paar Blumen, vielleicht hat sie nicht geheiratet, dann gehe ich auch hin und bringe ein paar Blumen, aber bleib da. Und ich habe mir solche Mühe gegeben, mich fein auszudrücken. Also, um es kurz zu machen, ich bin da geblieben. Aber die Wohnung erwies sich als zu klein für meine 10.000 Bücher, nachdem wir beschlossen haben, zusammen zu bleiben. Und dann ergab sich, waren wir in Monte Carlo und es rannte uns ein, es ist die Wahrheit, ich mach jetzt nicht hier auf Quatsch. 80%? Nein, das sind 100%. Es rannte uns ein atemloser Italiener über den Weg und der sagte, wollen Sie einen Duplex im Sandtower kaufen? Ein Duplex ist eine zweistöckige Wohnung. Und da sagte ich, ich habe ja eine Wohnung, aber also ich habe ihn für einen Verrückten gehalten. Mhm. Und da habe ich mir das angeschaut und war hingerissen. Und er hat gesagt,
Das kostet aber sehr viel Geld. Von dem Duplex oder von dem Italiener? Na, von dem Duplex. Der Italiener war ein glänzend angezogener junger Mann. Ich habe ihn sofort richtig erkannt als einen Schieber, weil ich am nächsten Tag waren Wahlen in Italien. Und da mussten die Italiener alle angeben, ob sie Besitz im Ausland haben. Wenn sie den hatten, mussten sie sehr viel Steuern nachzahlen. Und der wollte also seinen großen Besitz unbedingt noch in letzter Stunde loswerden. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das finanziere. Aber etwas war faszinierend. Es gab einen Raum für eine Bibliothek, der so groß war, dass ich meine 10.000 Bücher da und alle Dossiers unterbringen konnte. Während ich früher drei Wohnungen hatte und wenn ich ein Buch gesucht habe, genau gewusst habe, wenn ich in München war, liegt es in Wien. Und wenn ich in Wien war, dann liegt es in Berlin. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die Gelegenheit, alles an einen Ort zu bringen. Und nach Einbau einer Aircondition wurde es auch erträglich im Sommer dort. So bin ich in Monte Carlo gelandet. Und jetzt aber, um zur Steuer zurückzukommen, und weil mir das so auf der Seele brennt und ich schnellstens loswerden muss, ich bin nicht runtergegangen, weil ich keine Steuern zahlen wollte. Ich zahle nach wie vor meine Steuern in Deutschland. Es gibt kein Doppelversteuerungsabkommen zwischen... Schauen Sie mich nicht so an. Es gibt kein Doppelversteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Monte Carlo. Und das ist für verschiedene Geschäftsleute interessant, die unten Firmen oder Ableger von Firmen gründen. Für einen Schriftsteller ist es so, dass der Drömer Verlag in meinem Fall und der Tschollner Verlag in Österreich gehalten sind, die Steuern direkt einzubehalten und mir nur das, was übrig bleibt, zu überweisen. Das entspricht nicht der Spitze, die ich in Deutschland gehabt habe, aber es ist ein ganz schöner Klumpen. Und ich betrachte mich also als jemanden, der nach wie vor seine Steuern zahlt. Und es läuft praktisch auf dasselbe hinaus. Bei welchem Finanzamt zahlen Sie es denn? In welcher Stadt? Ist jemand aus dem Verlag da? In München? Ja, in München. Ja, die haben gerade so groß neu angefangen. Ja, München, jetzt. Natürlich. Ich wollte nur wissen, München Nord oder... Das weiß ich nicht. München 2 wahrscheinlich, gibt nur noch eins. Ja. Was? Also das... Richtig. Was? Sind Sie von da, ja? Ah, deswegen strahlt er die ganze Zeit schon so. Hat ein einnehmendes Wesen, der Herr davon. Ich habe nur eins anzubringen, Mario. Ja. Eine Frage. Warum haben Sie damals, als Sie zum Federhalter gegriffen haben, nicht zum Tennisschläger gegriffen? Dann hätte Monaco einen Sinn, nicht? Für die muss es das Doppelversteuerungsabkommen geben. Ich habe ja zum Tennisschläger gegriffen. Wahrscheinlich nur, weil die Doppel spielen. Nein, ich habe zum Tennisschläger gegriffen im Alter von 15 Jahren und habe dann mit 25 wieder aufgehört. Wissen Sie? Und jetzt geht es nicht mehr. Darf ich ganz schnell mal auf diese 15 Jahre zurückgehen? Irgendwann muss das ja mal angefangen haben. Ja. Wie kommt es, dass... Ja, in Wien geboren, weil die Eltern, glaube ich, dorthin gekommen sind. Die Eltern waren Hamburger und mein Vater hatte in Wien zu tun und meine Mutter konnte es nicht mehr länger aushalten und so bin ich in Wien zur Welt gekommen. Habe ich mich, ich weiß nicht, Sie haben, habe ich schon wieder was gesagt? Ich wollte sagen, sie ist in Wien niedergekommen. Jetzt ist es mir klar. Es war einfach jetzt eine Zeitfrage mit dem nicht mehr ausgehalten und niedergekommen. Da liegen ja meistens ein paar Monate dazwischen. Nein, also in dem Fall war es nicht so. Da war es auch nicht so. Verlassen wir dieses aufschlussreiche Thema über das noch ungeborene und dann gerade geborene Kind Johannes Mario. Da hießen Sie gleich von Anfang Johannes Mario? Gleich von Anfang und es ist mein richtiger Name und nicht, wie viele Leute glauben, ein erfundener. Warum ich Mario heiße, weiß ich auch nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass meine Mutter... Das ist eigentlich noch kein Grund zu lachen. Dass meine Mutter... Jetzt weiß ich, wie Sie Ihre Erfolge erzielen. Sie setzen nur zwei Worte hin und schon ist eine Wirkung. Ja, ich bin selber erstaunt. Weil die ist nicht immer komisch, manchmal... Nein, manchmal ist es auch Gänsehaut. Nein, ich wollte sagen, meine Mutter hat eine ausgedehnte Italienreise gemacht. Und jetzt mache ich die paar Punkte. Er sagt gerade, er macht jetzt die drei Punkte. Bei mir sind drei Ausrufezeichen. Was heißen die? Da steht nur stark. Ach so. Sie sind gemeint damit. Mario, Sie haben eine ganz eigene Art, Bücher vorzubereiten. Sie haben nicht... Ja, natürlich. Zunächst eine Idee, das haben Sie uns vorhin erklärt. Ein Feeling. Thema. Ja. Irgendetwas ist da und dann fangen Sie an, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und
bei dem, was die reizende Julie Lindner, die Redakteurin, die sie für mich recherchiert hat. Die ganz besonders reizende Julie Lindner. Ja, hoffentlich hört sie es. Ich hoffe, sie, sie ist es. Sie hat herausgefunden, etwas ganz Seltsames. Da gibt es Material. Sie berufen sich ein paar Mal in dem, was Sie schreiben, über sich selbst und über Ihre Bücher. Agenten, Ost, ja. West, viele Ihrer Geschichten spielen in diesem Milieu, aber Sie kennen sie auch persönlich. Ja. Ist das nicht sehr gefährlich? Sie haben gesagt, Sie schreiben ganz dicht an der Wahrheit. Ich finde, wer so nah an der Wahrheit ist, ist auch sehr nah an der Gefahr. Ja. Wie oft waren Sie selbst in Gefahr? Denn wie gesagt, die Themen, die Sie aufgegriffen haben, sind ja alle heiß. Ich war bei den Tunnelbauern in dem Roman Lieb Vaterland, magst du ruhig sein, sehr an, in der Gefahr, weil das Leute waren, die korrupt waren und die das Geld in der Mitte des Tunnels verlangt haben und auch ein paar Mal Leute umgelegt haben, die nicht zahlen konnten. Mhm. Und das habe ich gewusst und das war ihnen gar nicht angenehm und da hatte ich unangenehme Erlebnisse und bekam auch Dresche. Was noch ein Glück war, ich hätte noch mehr kriegen können. Mhm. Und ich war auch in Gefahr, als ich schrieb, alle Menschen werden Brüder. Da bekam ich jeden Morgen Anrufe um 4 Uhr früh. Wir werden kommen und werden dir die Fresse einschlagen, die Kameraden der 5. Kompanie, die großen Helden und Drohbriefe. Und meine Garage war ein bisschen weiter entfernt und es war Winter und finster um 5 Uhr. Und es war nicht sehr angenehm. Es fuhr auch ein Funkstreifenwagen einmal in der Nacht um das Haus herum, ja, was mich sehr beruhigt hat. Aber man gewöhnt sich dran. Und ich habe eigentlich immer sehr viel Glück gehabt. Und außerdem habe ich noch was anderes. Die wirklichen Tonbänder bei meinen Recherchen und die wirklichen Unterlagen vernichte ich, wenn ich sie nicht mehr brauche und wenn ich weiß, dass keine Gefahr mehr droht. Ab wann weiß man, dass keine Gefahr mehr droht? Nach ein paar Jahren. Niemand wartet ein paar Jahre, um sich zu rächen. Mhm. Hoffe ich. Dann werden die Sachen vernichtet. Sie sahen gerade so aus, als ob Ihnen eine neue Idee kommt. Ja, genau das war der Fall, ja. Mhm. Diese Agentengeschichten sind also auch zum Teil selbst, ja, pardon? Nein, die Agentengeschichte stammen aus einer Zeit, ich war 15, fast 20 Jahre Reporter, bei einer sehr großen Illustrierten, die eine sehr gute Illustrierte war. Darum will ich den Namen nicht nennen. Sprechen Sie von der Quick? Das war die. Das haben Sie gesagt. Das ist historisch und wenn jemand von Wien nach Deutschland dann verpflichtet wird... Nein, ich wollte nur sagen, Sie haben uns alle Mühe gegeben, dem Ausland zu zeigen, es hat nicht nur Nazi-Kultur bei uns gegeben, wir hatten ein Zeichen, dem Quick-Leser gehört die Welt und das war unser Gefühl damals. Ich bin in der ganzen Welt herumgekommen damals und das war das Schöne Als Reporter. Ja, also es war wunderbar, ich habe es gestern jemandem zum Abendessen erzählt, nach Rio geschickt zu werden, zurückzukommen mit einer aufregenden Geschichte und zu hören, fahr nach Haus, nimm ein Bad, nimm neue Kleider und flieg nach Tokio. Das war herrlich, um die Welt zu fliegen. Inzwischen bin ich ein bisschen müde geworden, aber bei diesem um die Welt fliegen habe ich Ärzte und Anwälte und auch Agenten kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe und die... Ich schreibe seit langem keine Agentenromane mehr, aber die letzten Bücher sind keine. Aber diese Leute haben dann gesagt, wir haben einen tollen Fall, komm her, hören wir an. Und dann bin ich hingeflogen und habe ihn mir angehört und der war toll. Er hatte nur eins, er musste verschlüsselt werden. Total, denn ich möchte noch ein paar Jahre leben und ich will keine Millionenprozesse haben. Mhm. Und ich will mich nicht mit multinationalen Gesellschaften oder mit der Mafia anlegen. Es muss eine Zeit gegeben haben, wo... Johannes Mario Simmel, diese Illustrierte, die mehrmals nun genannt wurde, fast alleine geschrieben hat, mit 7 Pseudonymen. Ja. Und Sie haben damals nicht nur die Agenten und die Ärzte und die Anwälte kennengelernt, sondern das vierte A, den Alkohol. Ja. Und das ist eine eigene, leidvolle Erfahrung, der Alkoholismus. Ja, wir können ruhig darüber reden, denn es ist ja auch für andere Leute eine leidvolle Erfahrung. Ich muss vorausschicken, dass alle Leute in einem Irrtum begriffen sind, die glauben, meine Bücher waren sofort Bestseller. Ich habe 8 Bücher geschrieben, die glänzende Kritiken hatten und die überhaupt nicht gingen. Dann kam ein 9. das mir gar nicht so gut gefiel, das war der Kaviar.
der hatte, und der ging wie verrückt und sagt, hier geht alles. Aber bis dahin brauchte ich drei Berufe. Ich habe 36 Drehbücher geschrieben für internationale Produktionen hauptsächlich, aber auch für viele deutsche Stars. Und dann habe ich eben für Zeitungen geschrieben, unter anderem für die Quick. Und Vormittag Zeitungen, Nachmittag Drehbücher und nachts immer weiter ungebrochen und in Mut ist meine Bücher mit den herrlichen Kritiken und den schlechten Verkaufszahlen, was sich dann komischerweise geändert hat, als die Verkaufszahlen in die Höhe gingen und die Kritiker. Und ich habe schwarzen Kaffee getrunken, um munter zu bleiben. Als mein Herz anfing zu klopfen, habe ich Whisky getrunken, den konnte ich mir damals schon leisten. Und dazu noch dicke Havanas. Und das Unglück war, ich brauchte wenig Schlaf und mir wurde nie schlecht. Ich konnte um 8 aufstehen und um 9 saß ich an der Maschine und schrieb First Class und hatte die kindliche Idee, es kann dir ja eigentlich nichts passieren, denn wenn du mal nicht mehr schreiben kannst, dann machst du eine Schlafkur und trinkst nicht mehr. Naja, und ich hatte nur eine Angst, es bricht ein Krieg aus und es gibt keinen Whisky mehr. Das war heute habe ich wieder Angst vor dem Krieg, aber aus ganz anderen Gründen. Heute weiß ich, dass ein Mensch das höchstens 15 Jahre aushält. Genauso lange habe ich es ausgehalten. Dann bekam ich einen Zusammenbruch und weil ich wusste, dass die Wiener Schule, ich bin schon wieder bei den Nazis, durch die Nazis kaputt gemacht wurde, weil die ganzen jüdischen Ärzte weg mussten, inzwischen wieder gut geworden war, weil die Leute zurückgekommen sind oder ihre jungen Ärzte erzogen haben, habe ich in Wien angerufen und habe gebeten, mich aufzunehmen für eine Entziehungskur. Und lag im Bett und die Tür ging auf und herein kam ein Schulfreund von mir, der dort Oberarzt war. Einer der größten und wunderbarsten Wissenschaftler der Welt und einer der bekanntesten heute. Und ich hatte das Glück, dass dieser Mann den Auftrag bekam, sich um mich zu kümmern. Ich habe also eine Schlafkur gemacht und habe dann ein Jahr lang in Wien gelebt. Als meine Mutter noch lebte, hatten wir in Wien ein Haus und habe in Wien, weil er gesagt hat, du kannst in das alte Milieu nicht zurück. Es wird, bei den Zeitungen wird gesoffen, beim Film wird gesoffen und in den Verlagen wird gesoffen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber... Beim Fernsehen wird nicht gesoffen. Das Wasser. Jedenfalls habe ich sozusagen... Wollt's ein probieren? Es ist Wasser. Es ist ehrlich Wasser. Ja. Bei mir... Komisch, man kann auch Witze machen, ohne zu wollen. Nein, ich wollte sagen, er hat es mit einem Jahr Psychotherapie gemacht, also nicht mit der dämlichen Couch, sondern wir haben uns getroffen nach Mitternacht, weil er so viel zu tun hatte, und haben geredet. Denn es war sein Wunsch, ich musste drauf kommen, warum ich so getrunken habe. Ich habe gesagt, aus Überarbeitung. Nach einem Jahr bin ich drauf gekommen, dass die Gründe ganz woanders lagen, in einem sehr privaten Bereich. Und da hat er gesagt, so, und jetzt kannst du nach Hause gehen. Und er hat noch etwas gemacht. Wenn der Alkoholspiegel sinkt, ich bin natürlich nach Wien gefahren mit dem Schlafwagen und habe im Schlafwagen noch so viel Alkohol in mich hineingegossen, wie ging, weil ich gewusst habe, in Wien kriege ich nichts mehr. Ja. Das hat zur Folge gehabt, dass in Wien einer kam, der hat mein Herz untersuchen wollen, um zu sehen, was ich an Mitteln aushalte für die Schlafkur. Und der hat gesagt, na fein, jetzt können wir 24 Stunden warten, bis der Spiegel unten ist. Denn so ein EKG kann ich nicht machen. Also gingen 24 Stunden verloren, dann sank der Spiegel und dann fängt man an, sich unangenehm zu fühlen. Unruhig und es treten Missgefühle aller Art auf, die schlimmer werden. Und ich habe gedacht, ich klingel jetzt und dann kommt mein Freund Cornelius Crispin Exner und gibt mir meine, damals gab es noch kein Valium, ich sage es als Pointe, wie lang das her ist, das hieß Librium, das war der Vorgänger von Valium. Ja. Und er kam immer rein und sagte, was ist los? Und ich sagte, mir ist mies. Und er sagte, dann ist es gut und ging wieder raus. Und das machte er so lange, bis ich gesagt habe, mir ist aber wirklich sehr mies. Und da sagte er noch immer, ist schon alles in Ordnung und ging wieder raus. Und das machte er über ein Wochenende. Und bei dem Wochenende war es auf der Kippe. Und da kam er auch am Abend und sagte, also gut.
und gab mir 250 Milligramm Valium. Das war so eine Injektionsspritze hier rein. Damals hatte ich noch gute Venen und da habe ich eine Woche geschlafen. Ich habe aber in der Woche auf Anruf gegessen und das Gegenteil und habe mich gewaschen und habe mich rasiert. Bitte? Getrunken. Ja, ich danke Ihnen. Bitte sehr. Und als man muss jemandem helfen, der sich natürlich, wenn einer mit nicht dem weiter Wort kann. Ein bisschen schwer tut. Ja. Ne? Und dann habe ich ihn und da sagte er so, jetzt bist du vom Alkohol runter, aber jetzt musst du mal beweisen, dass du trocken bleibst. Und da habe ich gesagt, warum hast du mich so lange da rumliegen lassen? Warum hast du mich nicht früher schlafen lassen? Und da hat er, denn ich, es ist so gewesen, dass ich heute noch jede Ecke und jeden Loch in der Zimmerwand beschreiben kann, von dem Zimmer, in dem ich gelegen habe. So, irritiert hat mich das. Ich möchte eine Frage wirklich ganz bewusst stellen, Mario. Wie lange ist das her und wie lange das wollte ich gerade sagen. Haben Sie nichts mehr getrunken? Ich würde diese Geschichte nicht erzählen, wenn ich nachher rausgehen würde und mich voll laufen lassen. Diese Geschichte ist genau passiert vor 20 Jahren. Ich habe seit 20 Jahren nicht einen einzigen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Vielen Dank. Damit wollen wir auch völlig vom Alkohol weg. Ja. Ich möchte eine Bemerkung von Ihnen von vorhin noch mal aufgreifen, Mario. Ja. Über die Kritiker. Sie haben gesagt, Sie werden besonders hier in Deutschland besonders heftig und manchmal besonders böse kritisiert, nirgends sonst. Ja, ist das zu erklären? Das habe ich vor ein paar Jahren gesagt. Das Ausland stimmt. Im Ausland gehen die Leute nach einer anständigen Gesinnung und ist es eine good story. Was der Somerset Maugham gesagt hat, I just want to tell a good story. Ich will nur eine gute Geschichte erzählen. Ich will, wie Sie wissen, mehr, wie ich gesagt habe. Ich rede mir immer noch ein, dass ich was erreiche. Mit einem Buch habe ich was erreicht. Wenn wir Zeit haben, sage ich Ihnen noch welches und was ich erreicht habe. Schon wieder ein Stichwort, ja. Schätzen Sie, wie lange wir noch haben? Keine Ahnung. 3 Minuten. Nein. Ja. Ich habe gedacht, das ist eine Viertelstunde. Ja, das ist... Dankeschön. Ja, eben. Was war die Frage? Jetzt habe ich über den Schreck... Die Klage über die Kritik in Deutschland, nein, die sonst nirgends in der Welt so hart ist. Dann ist es gut, dass ich das noch sage. Die Kritik in Deutschland war anfangs, als die Auflagen wirklich astronomisch waren, sehr hart und ich habe sie ungerecht empfunden, weil ich mit großer Mühe 2 Jahre lang mit Kopfweh nicht schlafen können, schmerzenden Schultern und kaputten Nerven ein Buch geschrieben habe mit allem Ernst. Und ich mich, glaube ich, zu Recht zum Teil ungerecht behandelt gefühlt habe. Ich muss dazu sagen, dass es immer einen großen Teil der deutschen Kritik gegeben hat, die mich anständig behandelt hat. Das heißt nicht, dass sie mich in den Himmel gelobt hat. Seit 5 Jahren ungefähr hat das total aufgehört. Und es ist ein abgestandener Witz, aber ich sage dann immer, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, dass sie mich plötzlich loben. Ich bekomme anständige Kritiken, ich bekomme sogar wirkliche Hymnen von Kritiken und ich werde behandelt wie ein normaler Mensch, der einen Beruf hat, der schreiben ist und der sich die größte Mühe gibt, so gut zu schreiben, wie er kann. Und dass das jetzt in Deutschland auch anerkannt wird, ist eigentlich eine große Freude für mich. Ich bin sicher, dass eine ganze Reihe von Zuschauern in der Zwischenzeit nach Bleistift und Papier gegriffen haben und haben da Zahlen da drauf geschrieben, haben gesagt, also wenn der 55 Millionen Bücher verkauft hat und wenn er für jedes nur, sagen wir mal, nur so zwei Mühe, das macht, dann ist Johannes Mario Simmel privat ein glücklicher Mensch? Ich will nicht sagen, dass ich... Sie meinen finanziell oder überhaupt? Privat. Ein glücklicher Mensch. Nein, Geld muss nicht unbedingt Glück bedeuten. Das wissen wir alle. Es beruhigt zwar sehr, aber es ist nicht das allein selig machen. Weil ich der Ansicht bin, dass alle Menschen, dass kein Mensch eine Insel ist. Das ist das Buch, von dem ich reden wollte, aber wir haben ja nur noch die 3 Minuten. Das war mal. Jetzt ist es nur noch ein. Ist er ein glücklicher Mensch? Er ist kein glücklicher Mensch, weil er zu sehr in der Zeit lebt. Ich kann mein Privatleben nicht von dem trennen, leider, was ich... Ich habe natürlich wie jeder Mensch seine glücklichen Momente, aber ich kann mein Privatleben nicht trennen von dem, was um mich herum geschieht. Weil meine ganzen Bücher ja so entstehen.
Und er bemüht sich, glücklich zu sein, und es geht ihm sehr oft daneben. Möge es Ihnen so wenig wie möglich daneben gehen, denn das würde bedeuten, dass vieles von dem, was wir alle befürchten, möglicherweise nicht eintrifft oder nicht so hart, wie wir es erwarten. Wir alle bedanken uns bei Ihnen, Johannes Mario Simmel, und ich kann nach diesen 45 Minuten nur eines sagen und hoffe, dass es wirklich als Kompliment verstanden wird. Er hat geredet wie ein Buch.